Wie egoistisch. Egoistisch? All dieses Potenzial wegzuwerfen. Wir hätten so viel lernen können. Sie hat sich geopfert, um der Sache ein Ende zu setzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor jemand nachforscht. Corporal, verstehen Sie mich nicht falsch. Jeder glaubt, dass die Sulaco über Fury 161 explodiert ist und dabei alle umgekommen sind. Tragisch. Offiziellen Berichten zufolge hat die Explosion des atmosphärischen Prozessors alles auf LV-426 in Schutt und Asche gelegt. Ich habe alle Zeit der Welt, Corporal. Niemand wird kommen, denn Sie sind entbehrlich. Und diese Kolonisten, um die Sie sich so sorgen. Der Abschaum der Menschheit. Wertloser Dreck. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, Ihrem Leben etwas Bedeutung zu geben. Lieutenant Ripley's Tod war egoistisch. Und die Zerstörung der Legato durch ein kleines Mädchen ist ungelegen. Aber seien wir ehrlich, Corporal. Und das meine ich auch wirklich so. Hier gibt es nichts Heiliges. Jede Ressource ist unwichtig. Wenn es sicherzustellen gilt, dass dieser Organismus weiterentwickelt und Waffe fallen lassen. Ups. Befreien Sie den Corporal. Tun Sie das nicht, Doktor. Tut mir leid, Sir. Ich kann dies nicht weiter zulassen. Wovon reden Sie denn? Finden Sie nicht, dass das Heuchelei ist von einem Mann, dessen Karriere auf der Herstellung von Waffen beruht? Da haben Sie recht. Ich habe einige Kunstwerke erschaffen. Aber Sie haben wirklich verdrehte Vorstellungen hier. An der Folter ganzer Familien möchte ich nicht beteiligt sein. Gehen wir, Corporal. Das bringt nichts. Hier kommt keiner lebendig raus. Es wird niemand kommen. Dann müssen wir mal sehen, was wir dagegen tun können. Wie lautet der Plan? So. Oh, Nico spielt heute eine schöne Dame. Los. Ich bin eine Frau. Ja, und ich bin der Doktor, ne? Nee, du bist dieser. Ja, dieser Typ im gelben Anzug. Ja, genau, der Doktor. Nee, das ist Hicks. Hicks kann ich aber nicht wiederbeleben. Nee, ich bin doch hier die Lady. Er hat 10%. Ja, die haben mich auch. Wir mussten öfter in Deckung gehen. So mache ich das auch. Es ist ein einfacher. Wie lautet der Plan? Plan? Was ist das mit euch und immer diesen Plänen? Los. Boah, jetzt hab ich die Granate ab. Die Rakete. Okay, der ist tot. Lebst du noch? Ja. Du bist gleich aber nicht mehr. Die sind mir alle genau ins Korn gerannt. Aua. Und wo bin ich denn jetzt angegriffen? Von oben.
Ah, ich liege. Ich weiß nicht, von wo ich angegriffen wurde. Ich liege auch. Von wo wurden wir denn jetzt angegriffen? Das weiß ich auch nicht. Die drei, die aus der Tür kamen, haben wir ja. Ja, dann kommen von hinten noch zwei. Die waren gerade mit Hicks beschäftigt. Aber einen das waren aber nicht die, die uns gerade getötet haben. Das war noch eine dritte Gruppe. Ja, von unten wahrscheinlich. Der Plan. Plan? Was ist das mit euch und immer diesen Plänen? Los. Da, wo du stehst, kommen sie jetzt von hinter dir. Von wo? Jedenfalls war das... Ja, gerade war das so. Eigentlich aus der Tür hier. Da kamen welche letztes Mal. Dann bleibt mal da stehen. Jetzt. So, die habe ich. Die haben nichts verloren oder sowas, ne? Nee. Nee. Bin ich, wie viel Leben habe ich noch? Ein Viertel. Dann schieß mich mal. Oder verbrenn mich, ist dasselbe. Wir gehen jetzt nach links, komm nach hier hinten, wo er ist. Oh, ich liege. Ich auch. Schon wieder? Ja. Das gebe ich ungesehen zurück. Schon wieder. Nein, ich meine, wo kommen die denn alle her? Wir gehen, so, wenn wir hochgehen, nach links, bitte. Dann können wir da uns schanzen. Okay. Dort, wo der Hicks hinrennt. Dann schanzen wir mal. Wie lautet der Plan? Plan? Was ist das mit euch und immer diesen Plänen? Los. Oh, zwei Granaten. Tot. Schieß erst, du hast noch eine Weile Zeit. Achso, oder so. Pass auf, ich gehe jetzt rüber, schieß den anderen ab, dann öffnet sich da vorne die Tür wieder. Ja. Ups, nein, noch nicht. Jetzt. Nee, immer noch nicht. Da ist noch einer, okay. Jetzt. Yes. So, und jetzt nach links. Jetzt nach oben nach links, genau. Da, wo der Hicks steht. Da öffnen sich jetzt zwei Türen. Hier vorne. Und hier können wir uns gut drin verschanzen. Oder hier hinter auch noch. Wo ist der denn, der Granatenputzi? Oh, scheiße. Gerade noch. Ganz knapp. Dem Tode entronnen durch die Granate. Ach, Schrotflintenmunition ist das.
müssen die Nachricht schicken, die Sie haben. Sie haben die Nachricht doch, oder? Wir müssen eine Funkverbindung haben. Aber auf diesem Schiff ist das unmöglich. Schiff? Herrgott. Ja. Sie haben es Origin genannt. Sie bringen fertige Module und errichten daraus eine Forschungseinrichtung. Man kann schon den Hauptkommunikationsturm und die Relaisstation sehen. Ich denke, die Relaisstation ist unsere beste Chance. In Ordnung. Wie kommen wir von dem Schiff runter? Am wenigsten bewacht wären wohl die Fluchtkapseln. Aber die Fluchtkapseln sind nicht für die Benutzung innerhalb der Atmosphäre gedacht. Deswegen werden sie sicher auch nicht gut geschützt. Auf zu den Fluchtkapseln. Tür ist offen. Oh, schön. Ich bin jetzt auch voll, okay. Können Sie das überbrücken? Ja. Oh. Oh, Granate. Tot. Danke. Wieder tot. Ich auch. Lagen wir beide aufeinander. Ja, da oben ist ein so ein blöder Granaten. Gruppenkuscheln hier. Fuschel. Fuschelwulf. Scheiße, nochmal alles von vorne. Ah, frustrierend. Ah, nee. Nicht ganz. Ja, jetzt hast du eine andere Rolle. Eine Waffe? Du hast eine andere Rolle jetzt. Die hat jetzt, die trägt jetzt ein Kopftuch. Aha. Komisch. Warte. Direkt rechts. Jetzt. Ich kann von hier leider nicht feuern, außer wenn jemand die Treppen hochkommt. Ich auch nicht. Ja, wenn du so stehen bleibst, kann ich dich immer wieder beleben. Ja, der ist weg, der Granatenwerfer. Nee, doch nicht. Gerade noch rechtzeitig geduckt. Die Waffe ist scheiße. Ich hab keine Munition mehr. Wie viel Leben habe ich denn noch? Du bist auch so gut wie tot. Ein Drittel. Und du auch. Perfektion, dankeschön. Dankeschön. Ich bin tot, ich liege. Mich hat eine Granate erwischt. Mich auch. Scheiße, da hinten steht noch so ein,
So ein Bazooka-Fritzen. Mist, Mist, Mist. Nicht drauf geachtet. Ich dachte, ich wäre da schön in Sicherheit, weißt du, aber nein. Tja. Ganz hinten. Ich liege, Scheiße. Schieß dir nur ab hier. Ah ja, in den Schwanz geschossen. Ich liege, Hilfe. Liege hier vorne irgendwo. Ah, okay, perfekt, danke. Scheiße, ich liege nochmal. Ja, Moment. Ja, bei mir wird jetzt alles schwarz. Ja, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh, das war aus Scheiße. Jetzt liege ich. Ja, ich muss nur weg hier. Ich musste den Tod kriegen, sonst wären wir beide draufgegangen. Da ist noch einer. Wieder tot. Da ist noch einer. Pass auf, der kommt jetzt hier rum. Steht noch. Oh Scheiße, ich liege, ich liege. Dankeschön. Jo. Oh. Die Dinger sind echt nervig. Geh in Deckung, dann fliegst du gleich wieder. Tot. Ja, tot. Von wo schießt er denn? Da hinten die Tür, wo wir hergekommen sind. Ich liege hinter dir. Ich bin aber tot. Komplett tot? Ja. Scheiße, ey. Vielleicht komme ich ja bis zum nächsten Kontrollpunkt. Ja, das wäre cool. Ich bin ausgesperrt. Können Sie das überbrücken? Bitte. Gestern. Einfach rennen, würde ich sagen. Da kommen welche. Ja, ich sehe es. Aber die werden von Xenos angegriffen. Du musst dich mal neu leben lassen. Vorsicht, da sind doch überall Gegner. Granate! Und die steht hinter mir und ich komme nicht weg. Sind wir jetzt beide tot? Ja, weil du hinter mir standest und ich konnte nicht da zurücklaufen. Scheiße. Vielleicht sollten wir warten, bis die Xenos die Viecher, die Leute platt gemacht haben. Hm.
Granate. Ja, da runter komme ich nicht. Ja. Was war das denn für eine tolle Idee, unten rumzulaufen? Yeah.